Heute habe ich ein wirklich spannendes Thema für euch. Wir werden über den Ethereum-Killer sprechen und darüber, was wir von ihm erwarten. Übrigens, ich weiß, das könnte lästig sein. Aber bitte beachte den Haftungsausschluss in der Videobeschreibung. Innerhalb von 14 Tagen hat Solana einen massiven Preisanstieg erlebt, der über $200 erreichte, während der Preis von Solana gleichzeitig auf $135 und damit auf den tiefsten Stand seit 2 Wochen fiel. Für Kryptohändler war es eine Achterbahnfahrt der Superlative. Sogar der Marktwert von Solana fiel auf $40,6 Milliarden und lag damit mehr als $20 Milliarden unter seinem Höchststand vom 9. September. Glücklicherweise gibt es Anzeichen für eine Erholung des Solana-Kurses. Der Altcoin konnte seinen Unterstützungspreis halten und erholte sich bis zu einem gewissen Grad, da der Coin derzeit unter $145 gehandelt wird. Dies könnte sich zum jetzigen Zeitpunkt wieder geändert haben. Übrigens, wenn du neu bist und dir das alles wie eine Fremdsprache vorkommt, keine Sorge, dieses Video ist für jeden verständlich, besonders für Anfänger. Schauen wir uns den heutigen Megacoin an. Solana. Was ist Solana? Du brauchst niemanden, der dir sagt, dass Kryptowährungen ein boomender Markt sind und die ganze Welt endlich auf sie aufmerksam geworden ist. Der Markt, der vor ein paar Jahren noch unentdeckt war, hat sich zu einer florierenden Branche entwickelt. Und Solana ist der jüngste Neuzugang in der Kryptowährungsszene. Das Solana-Protokoll wurde entwickelt, um die Erstellung dezentraler Apps, DApps, zu vereinfachen. DApps sind im Grunde genommen Apps, die auf einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk laufen, über das keine einzelne Instanz die vollständige Kontrolle hat. Das Ziel von Solana ist es, die Erstellung dieser Apps, DApps, einfach und effizient zu machen, für mich und dich, die Endnutzer. Sie konzentrieren sich also nicht nur darauf, eine großartige App zu erstellen, sondern auch die App zu entwickeln, die die App erstellt. Ich hoffe, das macht Sinn. Wegen dieser Eigenschaft erfreut sich Solana des Interesses von Kleinanlegern bis hin zu institutionellen Händlern. Sie alle glauben an die Vision, die Mission und das Ziel von Solana. Ein wichtiger Schwerpunkt der Solana Foundation ist es, dezentralisierte Finanzen in größerem Umfang zugänglich zu machen. Anatoly Yakovenko ist die wichtigste Person hinter Solana. Er ist der Mitbegründer von Solana. Seine berufliche Laufbahn begann bei Qualcomm, wo er schnell aufstieg und 2015 Senior Staff Engineer Manager wurde. Später änderte sich sein beruflicher Weg und Yakovenko trat eine neue Stelle als Software-Ingenieur bei Dropbox an. Im Jahr 2017 begann Yakovenko mit der Arbeit an einem Projekt, das später Solana heißen sollte. Er schloss sich mit seinem Qualcomm-Kollegen Greg Fitzgerald zusammen und sie gründeten ein Projekt namens Solana Labs. Mit weiteren ehemaligen Qualcomm-Kollegen wurden das Solana-Protokoll und der Sol-Token im Jahr 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Solana wurde auf dem Markt als Ethereum-Killer vorgestellt und um ehrlich zu sein, wird es seinem Hype gerecht. Solana ist in den letzten Wochen mit konstanten Höchstständen in die Höhe geschossen. Solana, auch bekannt als Sol, wird derzeit mit etwas $200 gehandelt, vor einigen Wochen lag er noch bei $100. In den letzten 4 Wochen hat Solana mehr als das Dreifache seines Preises gewonnen. Am 15. August lag der Preis von Solana bei $45 und jetzt liegt er bei den erwähnten $200. Der Anstieg des Preises von Solana hat die Marktkapitalisierung erhöht. Für Anfänger unter euch: Die Marktkapitalisierung wird verwendet, um den Wert einer Währung, eines Produkts oder sogar eines Unternehmens zu messen. Sie gibt im Grunde an, wie viel etwas wert ist. Die Marktkapitalisierung von Solana ist von $14,6 Milliarden vor 3 Wochen auf $42 Milliarden gestiegen. Solana ist die am schnellsten wachsende Kryptowährung und hat Dogecoin überholt, um die 7. größte Kryptowährung der Welt zu werden, und liegt derzeit hinter Ripple, der die 6. größte Kryptowährung der Welt ist. Allein in diesem Jahr hat Solana mehr als 13.000% zugelegt. Am 9. September wurden satte 1,43 Millionen Solana-Token gehandelt, was über dem 20-Tage-Volumen von 1,12 Millionen liegt. Das Interesse der Investoren an Solana ist im Vergleich zu anderen Coins groß. Und warum auch nicht? Jeder ist immer noch traurig und wütend auf sich selbst, weil er nicht auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen ist, als dieser aufkam. Dann kam Ethereum und es gab immer noch einige Zweifel. Und jetzt, 10 Jahre später, sind die Menschen, die den Sprung ins kalte Wasser gewagt haben, Millionäre. Niemand will sich eine weitere Chance entgehen lassen und Solana sieht wie eine weitere Chance aus. Und bis jetzt scheint Solana alle Schecks einzulösen. Der aktuelle Hype. Was treibt Solana also nach oben? Nun, es sind die Innovationen. Eine der wichtigsten Neuerungen, die Solana mit sich bringt, ist der von Anatoly Yakovenko entwickelte Proof-of-History-Konsens. Der Proof-of-History-Konsens ist eine Art, hey, ich habe existiert, und hier ist der Zeitstempel, der das beweist. Mit dem Proof-of-History kannst du eine historische Aufzeichnung erstellen, die beweist, dass ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat.
Dieses Konzept ermöglicht eine bessere Skalierbarkeit des Protokolls, was wiederum die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Solana ist in der Kryptowährungsbranche für die unglaublich kurzen Verarbeitungszeiten bekannt, die die Blockchain bietet. Mit seinen blitzschnellen Verarbeitungszeiten hat Solana auch das Interesse vieler Institutionen geweckt. Das Solana-Protokoll soll sowohl kleinen Nutzern als auch Unternehmenskunden dienen. Eines der wichtigsten Versprechen von Solana an die Kunden ist, dass sie nicht von erhöhten Gebühren und Steuern überrascht werden. Das Protokoll ist so konzipiert, dass es niedrige Transaktionskosten hat und gleichzeitig Skalierbarkeit und schnelle Verarbeitung garantiert. Wir wissen nicht, wie es dir geht, aber uns haben sie mit niedrigen Transaktionskosten überzeugt. Obwohl Solana plötzlich zur leistungsstärksten Kryptowährung wurde, wurde Solana ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Der Aufstieg von Solana wurde durch einen 5-stündigen Netzwerkausfall am Dienstag, den 14. September 2021, gestoppt. Seit dem Netzwerkausfall hat sich Solana nicht mehr erholen können und ist von über $200 auf unter $150 gefallen. Am Mittwoch erholte sich der Kryptotoken jedoch dank der Tatsache, dass das Solana-Team den Netzwerkausfall relativ schnell beheben konnte. Trotz des Preisverfalls darfst du nicht vergessen, dass Solana immer noch zu den Kryptowährungen mit der besten Wertentwicklung gehört. Er ist zum Hauptkonkurrenten von Ethereum geworden. Wir haben es hier mit einem Superman gegen Batman-Moment zu tun. Solana hat sich vor allem bei den NFTs durchgesetzt. Und institutionelle Investoren steigen jetzt auf Solana um, da Bitcoin und Ethereum immer mehr an Bedeutung verlieren. Das ist auch verständlich, denn warum sollte man Bitcoin bei $45.000 kaufen, wenn man beim nächsten Bitcoin früh einsteigen und das gleiche Geld wie Bitcoin verdienen kann, wenn nicht sogar mehr? Einige Finanzexperten raten, beim Dump zu kaufen, da Solana jederzeit wieder steigen kann. Solana hat sich bei den Anlegern als Favorit erwiesen, da die Kryptowährung allein vor 2 Wochen einen Zufluss von $50 Millionen verzeichnete und damit zu den 10 größten Kryptowährungen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von rund $50 Milliarden gehört. Preisvorhersage: Im Dezember 2019 lag der Kurs von Solana bei knapp über $1. 2 Jahre später wird der Coin mit fast $150 gehandelt. Kürzlich erreichte der Coin ein Allzeithoch von $220, bevor er wieder unter $200 abstürzte und derzeit bei zwischen $150 und $200 gehandelt wird. Stand Oktober 2021. Trotz des Verlustes ist das für Solana ziemlich beeindruckend. In den letzten paar Tagen wurde Solana negativ gehandelt. Ripple hat es in Bezug auf die Marktkapitalisierung wieder einmal überholt. Die Analysten sind jedoch positiv gegenüber Solana eingestellt. Sie gehen davon aus, dass Solana wieder einen Wert von $200 erreichen wird. Die Nachfrage nach Solana hat zugenommen. Und der wöchentliche Gesamtzufluss von Solana ist in der letzten Woche um 86,6% gestiegen. Analysten sind der Meinung, dass Solana sich gerade selbst korrigiert, bevor er wieder ansteigt. Das ist ähnlich wie zu Beginn des Jahres, als Bitcoin bei $35.000 lag und dann auf $50.000 stieg. Das gleiche könnte auch mit Solana passieren. In den letzten 30 Tagen ist der Handelswert von Solana um 300% gestiegen. Als der Kryptomarkt vor 2 Wochen einen weiteren Absturz erlebte, konnte Solana den Sturm abwehren. Auch die Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum ist drastisch zurückgegangen, während Solana eine steigende Nachfrage verzeichnet. Die Investoren sind Solana gegenüber positiver eingestellt als gegenüber anderen Kryptowährungen. Solana unterstützt bis zu 50.000 Transaktionsübertragungen pro Sekunde, was im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum schneller ist. Allerdings ist Solana anfällig für Veränderungen, weshalb Mitte 2021 ein plötzlicher Preisverfall zu beobachten war. Heute hat der Sol eine Marktkapitalisierung von $41 Milliarden und ein aktuelles Handelsvolumen von $3,5 Milliarden. Solana soll die Erwartungen aller Kryptowährungsinvestoren übertreffen, die diese Plattform als äußerst interaktiv und unkompliziert empfunden haben. Den jüngsten Nachrichten zufolge soll bald eine weitere wichtige Neuerung der Solana-Börse auf den Markt kommen, die eine Vielzahl von Börsen mit einer Proof-of-Stake-Funktion unterstützen würde, und wenn diese erfolgreich ist, dürfte Solana sogar auf $250 steigen. Die Preisprognosen verschiedener Kryptowährungsexperten halten Solana keineswegs davon ab, die Konkurrenten zu übertreffen. Die Solana-Gemeinschaft hat sich trotzdem höhere Preisziele gesetzt, und Solana hält sie ein. Solana könnte der nächste unerschlossene Bitcoin sein. Wenn du keine Updates und informativen Videos wie dieses verpassen willst, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben für den Algorithmus zu hinterlassen. Vielleicht kennst du jemanden, für den das Video interessant ist, und teilst es mit ihm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.